So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Verkehrte Richtung, aber gut, wir sind am Bauen. Ne, das ist ja alles, was wir, das geben wir alles unnütz hier aus oder wahnsinnig viel. Wir können auch mal von mir aus mal bauen in Sachen in Richtung Dollaris, ne? So, bauen wir in Dollars. Wir haben Massen nach Dollars. Wir können auch mal raus. So. Wie gesagt, hier müssen wir bauen. Hier können wir nicht großartig das irgendwo herkriegen. Das geht nicht. Die guten Traktoren, die musst du importieren, da du die selbstgebauten gar nicht hierher bekommst. Stimmt. Die kriege ich gar nicht. Doch, ich kriege hier. Die kriege ich nicht hier. Stimmt, die kriege ich. Stimmt, das geht. Das hast du ja nicht recht. Na gut. Hallo, Andy. Schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen. Moin, moin. Alles frisch, alles frisch. Alles gut. Alles gesund, sozusagen, ne? So, dann haben wir. Was war das hier? Gebäude ohne Strom. Ach, stimmt, wir haben dieses Stromding noch. Strom. Strom. Uns fehlt noch Saft. Warte mal, Saft. Strom. Wir brauchen einen. Leistungstransformator. Erstmal den brauchen wir ja. So, den brauchen wir auf jeden Fall ja. Wie gesagt, mit Hoffnung, dass hier nicht brennt. Eine lange Holzbrücke bauen. Oh ja, stimmt. Genau, das machen wir. Wir bauen hier eine extrem lange Holzbrücke. Genau. Gute Idee. So, Hochspannungsleitung von hier oben war es, ne? Von da. Andere Struktur ist ein Weg. Ich wusste das. Da liegt direkt ein Kabel direkt vor der Nase. Siehst du, wusste ich doch. Oh, das geht. Na komm her. Das war doch gar nicht ganz schlecht. So. Ist das richtig überhaupt? 12 Volt? 12 Megawatt, so wollte ich sagen. So. Da und dann hier rüber. So tief ist das Meer gar nicht. Bin ich denn richtig hier? Warte, wo bin ich denn? Ach Mist, das finde ich jetzt gar nicht. Ich muss wieder raus. Warte mal, ich finde es hier gar nicht. Da sind wir. Wo ist denn da? Na, voll die, ne? Na komm her. So, bis dahin. Zopf. Kostet es jetzt einen richtigen Arsch voll. Das kostet uns richtig Asche. Also richtig. Also mal richtig, richtig. So, das wird gebaut. Super. Jetzt haben wir schon mal Strom hier und kein Licht. Andy, was das für ein Game ist? Das ist Workers and Resources. Soviet Republic. Wir bauen hier unsere eigene Republik, kann man sagen. Ne, wir sind der kleine Diktator hier. Ah, nee, sind wir nicht. Quatsch. Doch, sind wir wohl. Wir bestimmen, was los ist. So. Strom. Wir brauchen noch mal Saft hier. Pass mal auf. Und zwar Umspanngeschichten. Wir brauchen einmal ein bisschen Strom hier in den Nähen. Mal sehen, wie wir das am besten hinkriegen. So, einmal hier hin. Wupp. Dann brauchen wir mal Strom, der hier vorne irgendwo herkommt. So. Wir brauchen mal Saft in die andere Ecke, ne? Hier unten auch nochmal hin. So. Zack. Wir können hier ruhig Obererde schlafen lassen. Das macht hier ja nichts. So. Sekunde, Walter, kannst du die Schlepper nicht einfach am Hafen verladen und hier wieder entladen? Weiß ich gar nicht, geht das? Frachthafen Mittel, was können wir denn da verladen? Da müsste ich hier einen Parkplatz herbekommen. Ich weiß nicht, was geht. Warte mal, wo haben wir denn hier Häfen? Da, zack, Hafen. Frachthafen, was nehmen wir denn hier? Nee, können wir nicht. Wir brauchen einen Containerhafen.
Wir brauchen so einen Containerhafen. Da können wir Fahrzeuge verladen. Wir müssen extra hier einen Containerhafen bauen, damit wir hier die Fahrzeuge verladen können. Und das, nein, muss nicht sein. Weil dann der Hafen, der kostet 1,6, 1,4 Millionen. Ah. Nee, das machen wir so. So, pass mal auf. Wir haben Licht. Ich glaube es jetzt nicht. So, Strom. Wir müssen ein bisschen Saft hier verkabeln. So. Hoffentlich kommen wir bis dahin. Tatsächlich. Super. So, Pause. Mal gucken, wo wir hin müssen. Da unten. Kommen wir ganz am Wasser längs bestimmt, ne? So. Darüber. Dahin. Von hier. Bis dahin. Zack. So. Müsste jetzt verkabelt sein. Wir müssen jetzt überall Saft haben. Keine Arbeiter, keine angeschlossenen Felder, gar nichts. Okay, warte mal eine Sekunde. Felder zuweisen. Deine Felder sind. Was ist mit dem hier? Das ist auch ein Felder, nicht eins. Keine Straßenverbindung zum Feld. Was? Wohl. Wieso ist da keine Straßenverbindung? Warte mal. Ist die noch gar nicht gebaut, oder was? Doch, ist noch da. Was, sind wir noch gar nicht fertig? Straßenverbindung zum Feld. So. Fertig. So, Straßenverbindung ist vorhanden. Was willst du denn? Was ist denn hier los? So, nochmal gucken. Du schaust aus. So, ja. Es gibt keine Verbindung zum Feld. Warte mal. Ich weiß, wo das Problem ist. Da. So, nun sieht die Welt ein bisschen anders aus. So. Und der hat schon zugelegt, ne? Der hat sich schon alles eingesammelt, was er finden kann. 3, 4, 5, 6, 7, alles klar. Das auch. Das auch alles. Passt doch. Passt doch. Und das andere, der Rest ist für den guten anderen, für den Knecht hier. So, jetzt müsste es gehen. Das war's. Alles klar. So. Jetzt müssen alle Felder sozusagen belegt sein. Jetzt müssen wir natürlich Fahrzeuge kaufen. Das ist leider, was dabei ist. Die können wir aber auch in Dollars. Die können wir nicht in Dollars kaufen, weil. Nein, Volkswagen. 35. Was haben wir denn hier bei uns? Ernte. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, das ist auch. Oh Gott. Ernte 35. 30. Wir müssen eh so ein bisschen ein paar Jungs von den. Auf Aussaat. Ernte. Aussaat. Zack. Wo sind sie? Da sind sie. Die großen Guten. 54.000. Das ist natürlich echt ein Haufen Holz, ne? So. 4, 8, 12 Stück. Müssten reichen, ne? Was haben wir hier? 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 18. Müssen die aber schaffen. Die sind ziemlich schnell. Die sind relativ schnell. Dann brauchen wir die nämlich noch für die andere Seite. So. Müsste klappen. Das können wir hier von wegen aus den Rest noch da noch dran holen. Warte mal. Aussaat da. So. Müsste passen. So. Und hier oben das gleiche Spiel. Dollaris, so. Die hier.
So, ne? War das richtig? Ich meine, ne? So. Und Ernte. Quatsch, Aussaat, die hier. So, ne, ach, den Rest muss ich doch hier noch da. Zack, zack. So. Haben wir das auch. Gut, dann haben wir das. Und jetzt müssen wir hier vorne nochmal schauen. Wo war hier Straßenräumdienst? Da ist er. Benötigt Fahrzeuge. Was du nicht sagst. Da ist er doch. Fluggeschwindigkeit 50. 40. Sogar Artikelnummer ist dabei. Artikel-ID. So, die haben wir. 1000, 2000, ne? 2000 müsste reichen, ne? Müsste überall hinkommen. Fast. So, jetzt aber. Gut, die sind unterwegs. Siehst du, die sind unterwegs, alles klar. Läuft. Das läuft. Jetzt brauchen wir natürlich nochmal hier Fahrzeuge. Und zwar LKW, geschlossene LKWs, Kapazität, was haben wir hier? 12 Tonnen, 95 Klamotten. So, in Yelp. Die 4. Die sollen, oder die 12, 4, 8, 12. So, die haben wir. So, die sollen einfach dahin fahren. Da entladen und dann... Hier nochmal. So. Das passt sogar. Oh Gott. Hoffentlich passt das mit dem anderen auch. Hoffentlich haut das hin. So. Kornspeicher entladen. So. So. 100%. So, das läuft. Wir müssen die anderen nochmal raussammeln hier. Das gleiche Spiel nochmal. So. Den Speicher und dann hier drüben, ne? Das wird jetzt spannend. Das ist laut. Ja. 18. 19. Oh ja, unsere auch. Auch 18 Felder. Beide haben 18 Felder. Super, großartig. So, entladen. So. Läuft. So, die haben wir fertig. Dann wird das hier beladen, großartig. Wo ist der Räumdienst? Jungs, haut mal rein hier. Was ist los? Den Räumdienst brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist Blödsinn. Die fahren sowieso nur im Sommer. Mist, hätten wir gar nicht gebraucht. Ach, gar nicht nachgedacht. Nein, gar nicht nachgedacht. Andy, du hast dir gerade den Stream von 7 Days angeschaut. Großartig. Ja, da war auch eine Menge los. So, Schiffchen haben wir. Also auf jeden Fall den Anleger. So, dann müssen wir hier hinten nochmal bloß mal feststellen, wo wir damit hinwollen. So, ich würde gerne... Ich würde gerne so dicht wie möglich hier irgendwie ran. Und das liegt ja fast so richtig groß. Also das liegt ja fast, als wenn wir hier einen kleinen Kanal bauen werden. Hier durch. Hier ran kriegen das Ganze. Und dann das richtig verstoppen hier. Also mal komplett. Boah, zwei Mordskolchosen, vollautomatisch. Ja, natürlich. So soll das doch sein. Sag mal, wie kriegen wir am besten hier den Kram hier? Wir können hier unten auch ran. Mal kurz gucken, wo wir sind. Da haben wir einen Anleger, dann können wir hier auch irgendwo einen Anleger machen. Das wäre möglich. Ist ja wie wegen Straßen. Aber wir hätten hier auch noch eine Straße, die wir nutzen können. Dann fahren die von hier aus. Ja, und werden das denn voll machen, ne? Können da die Pflanzen vollballern. So.
Dann bauen wir hier irgendwo einen Anleger ran. Dann nutzen wir hier unten einen Anleger. Dann ist der Weg nicht ganz so weit. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Frachthafen. Groß. So. Kriegen wir schräg nicht ran. Ah, die sind ja meine typisch, du hast. So, jetzt müsste das klappen. Benötigt flaches Land? Willst du die mehr verkohlen? Der will das nicht hinbauen. Also ehrlich. Der will da nicht hinbauen, so ein Hund. Sagen wir mal. Das ist doch super gerade. Das muss doch jetzt gehen. Ach jetzt. Guck hier. Der Frachthafen. So, jetzt brauchen wir hier auch nochmal ein Silo. Zack. Kornspeicher. Der ganz große. Warte mal, machen wir so rum. Ein Gebäude brennt. Um Gottes Willen. Hoffentlich nichts Schlimmes. So, da noch ein Gebäude hin. Jetzt haben wir richtig Kohle ausgegeben, mein lieber Freund. Wir haben richtig Asche ausgeschraubt, ne? Feuerwehrhubschrauber soll es richten, wenn es brennt. Ich hoffe mal, dass die kommen bis dahin. Feuer ist gelöscht. Wir brauchen noch gar nicht mal gucken. So schnell ging das. So, Straße. Brauchen wir eine Straße hier aus. Und zwar... Ja, wir machen nochmal Verbindung. Spielt keine Rolex. So. Das nutzen wir mal so mit. Wenn wir natürlich noch eine Verladestelle haben, ne? Nützt ja nun mal nichts. Ohne geht schlecht. Ladestation. So. Zack. Ladestation haben wir. Auch mal schnell selber gebaut, nicht? Und dann werden wir auch mal sehen, dass wir gleich eine... Depot für Straßenfahrzeuge, das war woanders, das war hier. So. Großes Vertriebsbüro. Brauchen wir hier auch nochmal. Weil wir müssen die Soße da ja hinfahren. Später. So, und das machen wir auch gleich fertig. Wie gesagt, das muss ja irgendwie da hergefahren werden. So. Jetzt haben wir doch unser... Noch ist ein bisschen Zeit, ne? Noch ist ein bisschen Zeit. So schnell geht es ja nicht. Warte mal, wo sind wir hier? Da. Traktoren. 23 Traktoren sind hier. Neuen Bauplan Produktion. Ich möchte gerne... Ach nee, warte mal. Wir müssen was kaufen, ne? Für Rubel. So. Und zwar den hier will ich gerne haben. War das der richtige? Ich hoffe mal, ne? Ja, genau. Das ist der richtige. Den wollen wir mal bauen. Den bauen wir auch mal selber. Wenn schon, denn schon. So, wie waren wir hier denn fertig? 16. Wir haben 16 Züge fertig. Wir können mal richtig Kohle machen, kurz. Mal eben. Wenn wir denn eine Lok frei haben. Haben wir eine Lok frei? Was ist denn das hier? Was steht hier? Hier steht noch leerer Kram rum. Was ist denn hier los? Was? Das waren noch die Platten, ne? Dann können wir den eigentlich mal umbauen. Was war das hier? Das waren Kunststoffe. Kunststoffe brauchen wir auch nicht mehr. Dann kann der weg. Jeps, 118.000. Oh, für ein gebrauchter Kram? Kriegen wir doch gutes Geld für. Das ist doch nicht schlecht. So, mein Freund, komm mal her. Dann schicken wir den mal kurz los. Und zwar... Fahr mal... Wo ist es denn jetzt? Hier ran, ne? Und den einmal... Ach, Grenze geht gar nicht. Das müssen wir selber raussuchen. Zoll, ist doch hier. Große Zollstation. Ist schon da. So, dann nehmen wir den nochmal raus hier. So. Entladen, beladen. So, hü. Fahr los.
Das war da rein, ne? So. So. Da fahren wir doch mal mit. Schön mal in der Nacht einmal mitfahren. Da klingelt es aber sicher, Danny. Ich bin mal gespannt. Da gibt es auch nicht Kohle. So, wir müssen hier ein bisschen abbiegen. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Oh, 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 oh. Ach, jetzt sind mir die Hacken gefahren. Hier hängen ein bisschen Kabel im Weg rum. Mensch. So, jetzt bin ich mal gespannt, weil die schon eine ganze Menge Züge hier sind, ne? Mal sehen, was wir mitkriegen. Sechs Millionen Rubelzen. Ich würde sagen, die nehmen wir doch mit. Alter, was ein Zug. Er hat ein bisschen schwer, jetzt in Gang zu kommen, ne? Also da liegt ein bisschen Gewicht drauf. Der hat ein bisschen zu kämpfen. Der hat aber echt zu kämpfen, mein lieber Freund. 1305 Tonnen. Vielleicht hätte man zwei nehmen sollen. Zwei Zugmaschinen. Hoffentlich kann er durchfahren. Nee. Nee, kann er nicht. Nein. Oh, schade. Schade. Da muss ich mal kurz ein Foto von machen. Also das ist ja wohl... Wenn ich das zumindest hinkriege hier. Nee, es geht nicht. Hat er sich jetzt aufgehängt oder was? Alter, Freund. Ich dachte gerade, der hat sich aufgehängt. Nee, er will nicht. Warum nicht? Wie komme ich denn halt nicht daran? Ach so, so. Der 6 Millionen Dollar Zug, Rubelzug. 6 Millionen ist ja Wahnsinn. Das ist ja Wahnsinn, ist das ja. Gottes Willen, was für ein Luftverkehr hier. Mein lieber Freund, ist ja was los. Ich meine, von dieser Seite sieht es auch nicht schlecht aus, ne? Wir haben auch mitgebaut, ne? Mein lieber Freund, ist das ja Wahnsinn, wa? Meine Fresse, nochmal zu.
So, und da hinten ist eine Agrarinsel. Bin mal gespannt, wie das klappt hier hin. Bin mal gespannt. Ach, wie schön. Man muss echt mal, also wir können das echt mal auf die Schulter kloppen und sagen, was wir da geschafft haben, ne? Unsere Stadt ist doch schon Wahnsinn. Das ist doch schon echt der Hammer. Ohne euch hätte es gar nicht funktioniert. Überhaupt nicht. Nicht dran zu denken. Ach, wie schick. So, ich hoffe, das läuft ja alles. Ich bin mal gespannt. 2% Arbeitslosigkeit. 39.850. Ach, schade. Es wäre noch was gewesen, ne? Aber ich glaube, das machen wir dann nächstes Mal. Und immer wieder nachgerüstet. Genau. Eine kleine Ecke angefangen. Wenn wir überlegen, wo sind wir angefangen? Wo sind wir angefangen? Hier vorne sind wir angefangen. Das war unser Start. Das war unser Start hier. Das ist sozusagen die Altstadt von unserer Sternstadt sozusagen. Hier sind wir angefangen. Das war der erste Bereich. Das war der erste Bereich. Bahnhof hier. Das war das erste. Und wir haben es immer wieder geschafft. Also das, wie gesagt, das finde ich cool bei den Entwicklern, dass sie, wenn die Updates kommen, dass du nicht jedes Mal neu anfangen musst, dass das immer reinpasste. Sonst hätten wir auch nicht 7 Monate durchziehen können, das Ganze. Überleg mal, 7 Monate haben wir hier gebraucht für das Ganze. Alter, ne? Und für die alte Map, die wir vorher hatten, da haben wir auch so lange gebraucht. Ich glaube, da haben wir auch fast ein Jahr darum rumgeschustert. Also beim Zova gibt es nur Langzeitprojekte. Das ist nicht mal einfach so schnell mal gebaut. Nein, das dauert alles ein bisschen länger. Und das nicht. Genau das ist eigentlich, was Spaß macht, ne? Dieses langsame Bauen, nicht die schnelle. Die schnelle hochpflastern, das ist ja überhaupt kein Problem. Dieses langsame und den optimieren und dass das alles läuft. Und warum haben wir jetzt 3% Arbeitslosigkeit? Warum? Warum haben wir jetzt drei... Ich wollte doch schon mal... Warte mal, was haben wir denn hier? Oh, das andere Gebäude steht auch schon. Das steht schon. Guck da mal eine an, du. Dann sollen wir doch mal schnell mal fix ein paar Leute umziehen lassen, wa? Und zwar... Komm mal her, Jungs. Die lassen wir doch schnell mal umziehen hier. Zack. So. Die hier auch nochmal fix. So, das Ding ist auch voll. Haben wir schon wieder eine Hütte leer. Siehst du, das Ding ist auch bald fertig. Dann haben wir schon wieder eine Hütte, die kann doch gleich abgerissen werden, ne? Sowohl. So. Bis der Schutz sich verzogen hat. Und dann haben wir noch die beiden Sachen, die werden auch noch leer werden, wenn wir das Gebäude fertig haben. Das ist ja auch bald soweit. Dann werden wir hier mal was altstadtmäßiges mal hinpflastern. Mal gucken, wie das aussieht. Und wie viele Leute wir da reinkriegen. Ich glaube, so viele werden es nicht werden. Vielleicht ein bisschen was für die Optik. Mal gucken, wir müssen mal schauen. Nicht? So. Und ich würde mal sagen, das soll für die Folge gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Walkers in Resources.